Ja, hallo meine amerikanischen Frühstücker und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal wieder mit einer ganz neuen Lebensmittelneuheit, sage ich mal. Und zwar gibt es jetzt Popcorn im Kokos-Karamell-Style. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Es gibt aktuell bei Lidl jetzt gerade eine Aktion. Und ja, Popcorn so mit Kokosgeschmack ist ja schon ein bisschen, ja, echt crazy. Und dann auch noch mit Karamell. Ja, Leute, sowas kann eigentlich nur aus Amerika kommen. Und ja, wie gesagt, extra passend dazu angezogen. Wollen wir sie doch mal testen. Wie gesagt, der allergrößte Kokosfreund bin ich nicht. Aber auf Popcorn könnte es ja ganz geil schmecken. Oh ja, es riecht auch richtig, boah. Wenn man diese Tüte aufmacht, es riecht, also auf Karamell würde man nicht kommen. Es riecht echt nach Kokos pur. Und es sieht auch erstmal ganz normal aus, wie hier normales Popcorn. Ja. Also es hat jetzt hier keine besondere Farbe. Ja, es ist normales Popcorn. Sieht zumindest so aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Popcorn im Kino schmeckt natürlich besser. Ja, das schmeckt hier überhaupt nicht. Ja, schmeckt so ein bisschen pappig. Ja, also es hat nicht diesen fluffigen Geschmack wie beim Kino. Wenn man diese Tüte aufmacht, man kriegt echt den totalen Kokosflash, wenn man dran riecht. Ja, man denkt so, boah. Und wenn man dann das Popcorn isst, denkt man so, wie Kokos. Also man schmeckt echt, der Kokosgeschmack ist sehr, sehr dezent. Auch auf Karamell würde ich jetzt hier überhaupt nicht kommen. Das ist jetzt ganz, ganz komisch. Ja, ich mache die Tüte auf und denke, boah, krass, da sind Bounties drin, ne? Und ich probiere das und denke, nee. Also echt, Leute. Das muss nicht sein. Ich würde mir, also man könnte sich auch genauso gut normales Popcorn kaufen. Man braucht hier gar nicht diese amerikanische Variante sich dann holen. Wie gesagt, auch wenn ihr Kokos nicht mögt und keine Kokosfreunde seid, habt keine Angst davor. Es schmeckt nicht nach Kokos. Der Kokosgeschmack ist hier nicht vorhanden. Und das muss schon was heißen, ja, denn ich bin sehr empfindlich, was Kokos betrifft. Ja, nichtsdestotrotz, schaut, ob ihr sie noch entdeckt bei Lidl. Ja, ich würde denen hier auf einer Skala von 1 bis 10 5 Punkte geben. Ja, wie gesagt, es schmeckt wie normales Popcorn. Trifft halt nur nicht richtig diesen Kokos-Karamell-Geschmack. Und ich finde, das sollte schon danach schmecken, wenn es hier schon draufsteht. Und ja, ist wieder so ein bisschen Verarsche. Ja, also wenn man jetzt denkt, boah, ich kaufe mir das mal, weil das ist eine neue Sorte. Nein. Lockt einfach nur zum Kauf an. Überzeugt euch selbst, guckt, ob ihr meine Meinung unterstützen könnt und lasst immer gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in meinen nächsten Videos. Tschüss!